ja, liebe Leute, satte 8 Jahre hat mein Auto schon auf dem Buckel. Damit ist er aber bei Weitem noch kein Oldtimer. Und damit sind wir schon da, wo ich heute bin. Nämlich im Kollers Oldtimer Museum in Heldenberg. Von einem PS zu sagenhaften 30 schwenkt hier der Blick. Ja, das Kaiserauto, ein Renault aus dem Jahre 1911, war Otto von Habsburg zugeordnet gewesen. Eine wunderschöne Kühlerfigur auf einen Luftkühler, auf einen sehr großen Luftkühler. Die Lampen, Carbidlampen, die Verständigung ist erfolgt. Warnung ist erfolgt mittels Blasbalgkuppen. Das Lenkrad auf der rechten Seite. Warum? Weil damals der Verkehr in Österreich auch linksseitig gelaufen ist. Erst 1918, mit Ende des Ersten Weltkrieges, hat die Umstellung auf Rechtsverkehr begonnen. Interessant ist auch noch, der Kaiser saß hinten, geschützt. Er hatte aber die Möglichkeit, mit dem Fahrer zu sprechen über ein sogenanntes Horn. Auch auf der Hinterseite hatte der Kaiser ein Horn mit einer Schlauchverbindung und konnte den Fahrer vorne Anweisung geben. Ja, außenliegende Trittbretter bei allen Oldtimern und hier schon ein Feuerlöscher. Und so sieht's unter der Haube des Kaiserwagens aus. Ein Vierzylindermotor. 20 PS mehr und 11 Jahre mehr, weniger natürlich, hat dieser Studebaker aus den USA anzubieten. Was bei diesem Studebaker interessant ist, bereits 1922 hatte er eine Diebstahlsicherung, die der Fahrer vor dem Start umlegen musste. Und nichts von wegen elektrische Scheibenwischer, handgesteuert war dieser. Also man kann sich vorstellen, von oben kam das Wasser von vorne, beziehungsweise dieser Wagen hat ja natürlich ein Verdeck, also bei Regen saß man sehr wohl im Trockenen. Starke Kühlerfigur, oder? Nein, nein, die hatte gleich einen sehr praktischen Zweck. Sie war ein Thermostat, der dem Fahrer anzeigte, wenn der Motor überhitzte. Da diese Fahrzeuge natürlich extremen Spritverbrauch hatten, war der Reservekanister gleich an Bord. Der Bugatti der Serie 57 wurde gebaut in der Zeit 1934 bis 1940. Und in dieser Zeit ist diese Serie in der Größenordnung von 710 Fahrzeugen gebaut worden. Insgesamt ein sehr vielfach preisausgezeichnetes Fahrzeug, sehr sportlich, auffällig die lange Kühlerhaube, klar natürlich ein 8-Zylinder. In einer Auktion in den USA im Jahr 2016 wurde ein Bugatti des Jahres 36 um einen Wert von $43.700.000 ersteigert. Ein Packard 740, ein amerikanisches Fahrzeug aus dem Jahre 1930, eines sehr edles Fahrzeug, eines der teuersten Wegen der damaligen Zeit. Wieder eine wunderschöne Kühlerfigur. Die Besonderheit dieses Fahrzeuges ist auch ein bereits eingebautes Kurvenlicht. Das heißt, der Fahrer konnte von innen die Scheinwerfer verstellen, um die Kurve besser auszuleuchten. Aufgrund der Exklusivität konnten sich dieses Fahrzeug nur reiche Fabriksmagnaten leisten. Staatsoberhäupter sind dieses Fahrzeug gefahren und Gangsterbosse. Drum hat dieses Fahrzeug den Beinamen Gangsterfahrzeug und wurde auch sehr oft in Mafiafilmen mit eingesetzt. Ein Hispano Suiza, ein spanisches Fahrzeug also. Und auch dieses Fahrzeug aus dem Oldtimer Museum Koller hat bereits Preise abgeräumt.
So, na dann mal zu einigen weiteren Oldtimern. Ein Austro Daimler aus dem Jahr 1931. Ein Lancia Astura aus dem Jahr 1936. Ein BMW 326 Cabrio aus 1940. Ein Mercedes 230 aus 1937. Tja, wir bleiben bei Mercedes. 1965 ein 250 SE Coupé. Ja, und jetzt endlich die Wildkatze aus Großbritannien, Jaguar MK2 3,8 aus 1966. Tatü, tata, die Feuerwehr ist da, allerdings hier im Kleinformat, denn gleich daneben steht quasi der Big Brother, wieder eines der berühmten Wildkätzchen aus Großbritannien, ein Jaguar Mark V 3,5 aus dem Jahr 1949. Dieser NSU Roh 80 aus 1971 hat übrigens ein Automatikgetriebe. Kommen wir zu Ferdinand Porsche und seinen Erzeugnissen. Hier haben wir mal einen Porsche 550 Spyder, allerdings ein Nachbau. Dieser hier hingegen ist schon echt, ein Porsche 356B aus dem Jahr 1960. Von 1973 ist der Porsche 911E, den wir hier vor uns haben. Und natürlich muss auch ein Porsche Carrera hier stehen, aus dem Jahr 1972. Geschwindigkeit satte 245 km/h. Bei diesem Flitzer allerdings hätte der Herr Carrera das Nachsehen gehabt. Es handelt sich um Jochen Rindts Formel 2 Auto, einen Lotus 69. Und jetzt mache ich einen kleinen Abstecher in die Welt der Polizei, die dafür sorgen, dass die Autos eben nicht zu schnell fahren. I love you for your pink Cadillac. Naja, pink ist er nicht, aber ein Cadillac. Und zwar aus dem Jahr 1960. 11 Jahre älter ist dieses Bentley MK6 Coupé. So, liebe Autospezialisten, wer von euch kennt das Automobil namens Bitter? Und zwar genauer gesagt Bitter CD Diplomat. Es war ein exklusives Modell, das im Auftrag der Firma Opel eigentlich ursprünglich gebaut werden sollte, aber dann eigentlich nur sehr beschränkt realisiert wurde. Nämlich ganze 395 Stück. Und jetzt geht's mal so ganz in die Anfänge des Automobils. Links haben wir einen Milord aus dem Jahre 1880, ein österreichisches Modell. Und rechts haben wir den berühmten Benz Motorwagen aus dem Jahr 1886. Er fuhr schon satte 15 km/h schnell. So ein bisschen mehr als Automobile erkennbar haben wir hier diesen Jewel aus 1898, einen Italiener namens Stimola aus 1908, den berühmten Puch Alpenwagen, immerhin schon von 1919, naja klar, ein Ford Model A darf nicht fehlen, Baujahr 1928. Hier haben wir einen Steyr 30, allerdings aus dem Jahr 1934 und der Tatraplan aus 1949, das tschechische Mobil. Klarerweise der berühmte VW Käfer, in diesem Fall einer aus dem Jahr 1951.
mit, wenn wir ganz genau hinschauen, hinten dem geteilten Fenster. Flott geht's weiter mit einem Opel GT 1100, einem Alfa Romeo Montreal, einem Ferrari, das wilde Pferd aus Italien, und zwar ein 328 GTB. Und, welche Überraschung, schon wieder ein Porsche, und zwar diesmal ein 964 Carrera Cup. Alles Jaguar oder was? Mitnichten, es gibt auch andere Raubkatzen, und zwar den Panther. Ein Auto aus Großbritannien aus dem Jahr 1974. Und dieser Panther ist aus dem Jahr 1983. Ein Panther Calista 1,6 Liter. Eine Renault Caravelle 1100S aus dem Jahr 1976. Und da schauen wir mal zur Abwechslung auch hinein, wie das Armaturenbrett aussieht. Mit Autoradio sogar. Na bitte. Wieder zwei absolute Luxusfahrzeuge. Ein Jaguar XK 140M aus dem Jahr 1955, dem Jahr des Staatsvertrags. Und der berühmte Flügeltür-Mercedes, Mercedes 300 SL aus dem Jahr ebenfalls 1955. Ford Model A hatten wir heute schon. Hier ist das vielleicht noch berühmtere Model T aus dem Jahr 1924. Und wer hier wieder an einen Porsche denkt, hat sich leider geirrt. Ein VW Karmann Ghia aus dem Jahr 1963. Gleich daneben haben wir einen Ford Capri aus 1972 und hier ein Fahrzeug, das die Männerherzen höher schlagen lässt. Ein Shelby Cobra 427 SC, allerdings kein Oldtimer, sondern aus dem Jahr 2008. Ford Mustang Coupé aus 1966, ein Mercedes 280 SL aus 1971 und einen wunderschönen Jaguar E-Type aus dem Jahr 1972 sehen wir hier als nächstes. Ein Borgward TS Coupé Isabella, Baujahr 1960. Der berühmte Messerschmitt Kabinenroller aus 1957. Und hier hätten wir noch einen wunderbaren Ford Mustang Convertible aus 1967 anzubieten. Eine Chevrolet Corvette 1978. Und diese Fahrzeuge sind ein bisschen älter. Aus 1932 stammt dieses Unique Taxi aus Frankreich. Und gleich dahinter haben wir einen Hudson Terraplane aus dem Baujahr 1935. Made in Russia, dieser Volga GAZ M21 aus dem Jahre 1966. Opel Olympia 1956, ein Mercedes 280 SE 1968. Ein nächster Opel. Und zwar ein Opel Kapitän aus dem Jahre 1964. Und natürlich der Abwechslung halber wieder ein Mercedes 190 aus dem Jahr 1958. 1955 sahen die Citroenen so aus, nämlich ein Citroën 11 BL. Der Schwenk geht weiter zu einem herrlichen Rolls-Royce. Diese wunderbare Kühlerfigur ist ja weltbekannt. Ein Silver Cloud 2 aus dem Jahre 1960. Und diese Schnauze kennen wir. Chevrolet El Camino 1969. Ja, und hier ist er, mein Pink
Nein, natürlich nicht Cadillac, sondern Oldsmobile aus dem Jahr 1958. Hier haben wir zunächst einen Alltagsklassiker aus dem Jahr 1958, einen Ford Taunus und dann einen Peugeot 203C aus 1956. Ein Little Bugatti Rennwagen aus dem Jahr 1970. Mercedes 170 SD aus dem Jahr 1955. Und hier haben wir die berühmte Ente. Citroën 2CV, diese hier aus 1984. Zwei britische Klassiker, ein Austin Healey aus dem Jahr 1959 und ein MG TD aus dem Jahre 1951. Und mit diesem Golf 1 aus 1976 werde ich jetzt nicht nach Hause fahren, aber den Rundgang im großartigen Kollers Oldtimer Museum beenden.